Ed ecco che il giorno atteso è arrivato. Heute ist der lange erwartete Tag gekommen. È arrivato presto. Er ist schnell gekommen. Weil es dem Herrn so gefallen hat. Johannes Paul II. Ist selig. Am Sonntag, den 1. Mai 2011, wird in Rom 6 Jahre und 1 Monat nach seinem Tod Papst Johannes Paul II. Von seinem Nachfolger Benedikt XVI. Selig gesprochen. Er war 27 Jahre lang das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Ungewöhnlich schnell hat der Vatikan die außergewöhnliche Kraft des ehemaligen slawischen Papstes anerkannt und das Heilungswunder von Schwester Marie Simon-Pierre für gültig erklärt. Die Genesung der französischen Ordensschwester, die seit 2001 an Parkinson litt, wird der Fürsprache von Johannes Paul II. Zugesprochen. Der wahre Papst Johannes Paul II. Ist vor allem ein Mann des Gebets. Ich denke dabei an das, was der Schriftsteller Louis Veuillot gesagt hat. Der Mensch ist nie so groß, als wenn er kniet. Und Johannes Paul II. Betete, sobald er alleine war, auf Knien. Und er war größer als wir alle. Heute nimmt Net for God euch mit auf die Spuren dieses außergewöhnlichen Mannes, Karol Wojtyła, der 1978 Papst wurde. Viel wurde bereits über sein Leben geschrieben. Aber woher kommt die Kraft dieses Menschen, der die Geschichte des 20. Jahrhunderts so sehr verändert hat? Wie kann man ihn verstehen? Er selbst hat gesagt, dass man ihn nicht verstehen kann, wenn man nur sein Äußeres betrachtet. Der Schlüssel, um die Persönlichkeit von Johannes Paul II. Zu verstehen, ist das Herz. Man kann ihn nur von innen heraus verstehen. Seine Liebe für Jesus ist wie der Lektüre-Schlüssel, um sein Herz zu begreifen. Durch meine Leiden habe ich gelernt, die Welt in ihrer tiefgreifenden Wirklichkeit zu sehen. Ich habe gelernt, sie durch das Schlechte hindurchzusehen, das unser Jahrhundert besonders geprägt hat. Vielleicht sogar insbesondere hier auf dem europäischen Kontinent. Ich war 20 Jahre alt, als der Sturm des Zweiten Weltkriegs in Europa und der Welt ausgelöst wurde. Seit dem 1. September 1939 stand mein Land, Polen, dem Nationalsozialismus gegenüber. Wir lebten in der Angst vor Bombardierungen, Deportationen und Repressalien. Um die Deportation zur Zwangsarbeit in Deutschland zu vermeiden, arbeitete ich 4 Jahre lang in der Fabrik Solvay in Krakau, während ich gleichzeitig heimlich mein Studium fortsetzte. Die Fabrik war etwa eine halbe Stunde zu Fuß von zu Hause entfernt. Ich habe außerdem aktiv am geheimen Theater des lebendigen Wortes teilgenommen, um gegenüber der Besatzung durch die Nazis unsere kulturelle nationale Identität zu verteidigen. Diese Erfahrung des Theaters hat mich tief geprägt, aber angesichts der Ausdehnung der Abscheulichkeiten des Krieges wurde mir der Sinn des Priestertums und seines Auftrags in der Welt immer deutlicher. Ich war mir sicher, dass Christus zu mir sagte, komm, folge mir nach. Und ich spürte deutlich, dass das, was ich in mir fühlte, weder eine menschliche Stimme
noch meine eigene Erfindung oder Einbildung war. Und so bin ich im Herbst 1942 ins Priesterseminar von Krakau eingetreten, das im Untergrund arbeitete. Diese Erfahrung als Fabrikarbeiter und gleichzeitig als heimlicher Seminarist hat mich für mein ganzes Leben geprägt. Während meiner 8-Stunden-Schicht, Tag und Nacht, nahm ich einige Bücher mit in die Fabrik. Meine Arbeitskollegen sagten mir, wir helfen dir, du kannst auch schlafen und wir versuchen, deine Stelle mit zu übernehmen. So konnte ich auch meine Prüfungen vor meinen Professoren ablegen. Das alles geschah heimlich. Neben der Vorbereitung auf meine Priesterweihe, die ich im Seminar durchlief, wurde ich schon viel früher durch meine Familie darauf vorbereitet. Ich verdanke meinem Vater sehr viel, der sehr früh Witwer wurde. Ich war nämlich kaum 9 Jahre alt, als ich meine Mutter verlor, und nach dem Tod meines älteren Bruders Edmund blieb ich schließlich alleine mit meinem Vater zurück. Er war ein tief religiöser Mensch, und sein Beispiel war für mich in gewisser Weise wie ein erstes Priesterseminar, eine Art häusliches Seminar. Sein Vater brachte ihm die Verehrung des Heiligen Geistes und des Heiligen Josef bei, führte den kleinen Karol an der Hand in Marienheiligtümer und half ihm, die Schönheit der Marienspiritualität zu entdecken. Ich habe auch viel von der Gemeinde meines Stadtviertels empfangen, die von Priestern des Salesianerordens geleitet wurde. In dieser Zeit habe ich regelmäßig Jan Tiranowski getroffen. Jan Tiranowski war für den lebendigen Rosenkranz verantwortlich und führte so die Jungen dieser Gruppe in ein wahres, mystisches Leben ein. Er lehrte Karol Wojtyła, die karmelitischen Mystiker zu lesen, Johannes vom Kreuz und Teresa von Avila. Man kann also sagen, dass Jan Tiranowski, der selbst ein Laie war, ein wichtiger geistlicher Lehrer für Karol Wojtyła, den späteren Papst, war. Die Freundschaft zu mehreren Familien war für mich auch eine große Unterstützung, besonders als ich 1941 meinen Vater verlor, die letzte Person, die mir von meinen engsten Verwandten geblieben war. Auch das Opfer des Lebens einer großen Anzahl polnischer Priester in den Konzentrationslagern, wie beispielsweise das des Franziskaners Maximilian Kolbe, hat meine Berufung zum Priester beeinflusst. Durch sie habe ich verstanden, dass die Dimension des Opfers die tiefste und wesentlichste Wahrheit des Priesteramts Christi ist. So wird Karol Wojtyła am 1. November 1946 zum Priester geweiht, zum Dienst in einer Kirche, die kämpfen muss, um ihre Existenz zu verteidigen. Seit Frühjahr 1945 ist Polen von der deutschen Besatzung befreit, aber nun entsteht durch das kommunistische Regime eine neue Diktatur. In diesem Kontext wird er 1949 in der Gemeinde St. Florian
zum Studentenpfarrer ernannt. Dort führt er eine eigene pastorale Arbeit unter Jugendlichen ein. Stundenlang habe ich mit den Studenten gesprochen. Tausende von Stunden habe ich im Beichtstuhl verbracht. Und jeden Donnerstag habe ich Vorträge über die zentralen Fragen der Existenz Gottes und der Spiritualität der menschlichen Seele gehalten. Themen mit großer Wirkung im Kontext des militanten Atheismus, der vom Kommunismus propagiert wurde. Er war ein völlig freier Mensch. Ein Mensch, der es sich erlaubte, zu jeder Gelegenheit zu sagen, was er dachte, und auf die Ereignisse einzugehen. Beispielsweise sah er manchmal im Vorbeigehen ein Auto der Geheimpolizei, das auf ihn wartete. Er lächelte ihnen zu und segnete sie, und sie folgten ihm weiter. Aber es war eine beinahe sympathische Beziehung zwischen dieser überwachten Persönlichkeit der Kirche und ihnen, seinen Verfolgern. Diese Freiheit hatte er von seiner Beziehung zu Gott. Er selbst sagte: Ein Mensch, der an Gott festhält, kann keine Angst vor den Menschen haben, denn er ist ein freier Mensch. Nachdem er 1953 Professor für Moraltheologie und Sozialethik wird, wird Pater Wojtyła im Alter von 38 Jahren zum Bischof und mit 44 Jahren zum Erzbischof von Krakau geweiht. So nimmt er am Zweiten Vatikanischen Konzil teil und beteiligt sich auch aktiv an dessen Arbeit. Dieses Konzil war ein spirituelles Ereignis von unermesslicher Bedeutung für die katholische Kirche. Geleitet vom Heiligen Geist stellt sie sich der Moderne gegenüber, indem sie auf theologische Weise den Sinn ihrer einzigartigen Mission in der Welt bekräftigt. Sie entscheidet sich dabei auch unwiderruflich dazu, die Einheit der Christen voranzubringen. Ich habe Wojtyła zum ersten Mal beim Zweiten Vatikanischen Konzil getroffen. Er selbst suchte oft den Kontakt zu anderen. Wojtyła ist jemand, der nicht allein oder abgekapselt von der Außenwelt leben konnte. Er liebte die Kontakte, weil sein Leben auf Liebe und Beziehungen gegründet war. Er wollte den anderen kennenlernen, und dies machte er mit viel Nachsicht. Bereits im Alter von 47 Jahren wird Karol Wojtyła von Papst Paul VI. Zum Kardinal ernannt. Vom Konzil geprägt und geistlich bereichert, tut er alles dafür, um das Konzil in Krakau umzusetzen. In dieser riesigen Diözese, die 1,5 Millionen Katholiken zählt, hilft er unaufhörlich jedem Einzelnen, sich seiner Würde und der Besonderheit seines Schicksals bewusst zu werden. Er betete viel. Als er noch Bischof in Krakau war, stellte er einen kleinen Tisch in seine persönliche Kapelle, wo er stundenlang arbeitete. Das war sein Büro geworden, denn dort, vor dem Herrn, konnte er sich mit ihm unterhalten, ihm gegenüberstehen, um Entscheidungen zur Führung der Kirche zu treffen. Er liebte das Wort Gottes. Er kannte es auswendig. Seinen Verantwortungen und seinen wachsenden internationalen Verpflichtungen zum Trotz bleibt Kardinal Wojtyła Priester und Hirte.
Alles deutet darauf hin, dass er den Rest seines Lebens im Dienst an seinem geliebten Krakau hätte verbringen wollen. Doch es sollte anders kommen. Am 16. Oktober 1978 wird Kardinal Karol Wojtyła zum 264. Bischof von Rom gewählt, als erster nicht-italienischer Pontifex seit 455 Jahren und allererster slawischer Papst. Ed ecco. Und jetzt haben die Kardinäle einen neuen Bischof von Rom ernannt. Sie haben ihn aus einem fernen Land gerufen. Ich weiß nicht, ob ich mich gut in unserer italienischen Sprache ausdrücken kann. Sollte ich einen Fehler machen? Sollte ich einen Fehler machen, dann korrigiert mich. Vom ersten Moment an, als er sich auf der zentralen Loggia des Petersdoms geäußert hat, haben wir bemerkt, dass dies der Beginn eines total neuen Pontifikats war. Mit einem jungen Papst, der 58 Jahre alt war, der zu improvisieren wusste, der Sinn für Humor hatte und der aus Osteuropa kam. Und vor allem konnte man sein Charisma spüren und man hatte das sofortige Empfinden, dass es hinter dem Papst noch einen Menschen gab. Habt keine Angst. Öffnet Christus weit die Türen seiner heilbringenden Macht. Öffnet die Grenzen der Länder. Habt keine Angst. Christus weiß, was im Menschen ist. Und er allein weiß es. Valentina Alasraki ist Mexikanerin, verheiratet und zweifache Mutter. Sie ist seit 1974 Journalistin im Vatikan. Von den 104 Reisen außerhalb Italiens, die Johannes Paul II. Während seines 27-jährigen Pontifikats gemacht hat, war sie auf 100 dabei. Ich erinnere mich natürlich sehr gut an seine erste Reise nach Mexiko, 3 Monate nach seiner Wahl zum Papst. Es war ein Land, welches keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan unterhielt. Ein laizistisches Land, wo die Verfassung nur auf dem Papier die juristische Person der Kirche anerkannte. Und es war in Mexiko, wo er verstand, dass er ein reisender Papst sein würde, ein missionarischer Papst, dass er bis in die hintersten Winkel der Erde gehen sollte, um die Katholiken einander näher zu bringen, um ihnen Kraft zu geben, um für ihre Rechte zu kämpfen. Es war im Juni 1979, 8 Monate nach seiner Wahl, als Johannes Paul II. Zum ersten Mal in sein Heimatland zurückkehrte, das seit 33 Jahren unter der Unterdrückung des kommunistischen Regimes lebte. Mehr als 1 Million seiner Landsleute versammelten sich auf dem Siegesplatz in Warschau am 2. Juni 1979.
Ich, der Papst Johannes Paul II., ich rufe am Vorabend von Pfingsten, ich schreie gemeinsam mit euch allen. Sende deinen Geist. Sende deinen Geist. Und er erneuere das Antlitz der Erde, dieser Erde. Amen. Ich erinnere mich, ich hatte die Sekundarschule beendet. Ich war 13 oder 14 Jahre alt. Wir haben das so erlebt, als ob der Kommunismus überhaupt nicht existieren würde. Die Miliz war da, aber es war nicht sie, die wichtig war. Was wichtig war, war das, was zwischen uns geschah. Ein großes gegenseitiges Wohlwollen war aus unseren Herzen geboren. Das hat dann die Entstehung der sozialen Bewegung Solidarność möglich gemacht. Diese Vision der Welt, die in unserem Herzen und in der Kirche gegenwärtig war, konnte hinausgehen und in den Straßen herrschen. Das war eindeutig ein Wunder, eine Salbung des Heiligen Geistes. Durch diese neuen Wallfahrtstage löst Johannes Paul II. Die Revolution des Bewusstseins aus, die zur friedlichen Auflösung des Sowjetreichs in Zentraleuropa führte. Und so findet am 1. Dezember 1989, einen Monat nach dem Fall der Berliner Mauer, im Vatikan eine Begegnung von großer historischer Bedeutung statt. Michail Gorbatschow, der Vertreter der UdSSR, der weltweit größten Verwirklichung des atheistischen Humanismus, begegnet Johannes Paul II., dem prominentesten Vertreter des christlichen Humanismus. Die Tragödie des Zweiten Weltkriegs hat uns jedoch gelehrt, dass, wenn man die grundlegenden ethischen Werte vergisst, verheerende Folgen für das Schicksal der Völker erscheinen können. Deshalb habe ich mich verpflichtet gefühlt, die Menschheit daran zu erinnern, dass es keinen Frieden gibt, wenn der Mensch und das Recht verachtet werden. Und wenn die Rechte aller Völker, besonders die der Schwächsten, nicht geachtet werden. Non sono rispettati. Niemals, er hat es selbst gesagt, niemals hätte er gedacht, dass der Fall der Mauer in Berlin, der Zerfall des sowjetischen Systems, so rasch von sich gehen würde und vor allem auch noch unblutig. Das hatte so niemand vorhergesehen, auch er selbst nicht. Als er Herrn Gorbatschow zum ersten Mal empfing, hat er sich vorbereitet. Während eines Monats hat er jeden Tag ein Stück des Neuen Testaments auf Russisch gelesen. Alle großen Entscheidungen seines Pontifikats hat er auf den Knien vor dem Tabernakel seiner Kapelle gefällt. Dort ist alles geschehen. Ich erinnere mich, wie ich ihm einmal eine sehr schwierige Frage wegen einer Gemeinde gestellt habe. Er sagte zu mir, komm, wir gehen in die Kapelle. Ich denke, dass das der eigentliche Schlüssel ist. Ah.
Am Anfang meines Pontifikats habe ich gesagt, dass das Gebet die erste Aufgabe für mich ist, weil es die erste Bedingung ist für meinen Dienst in der Kirche und in der Welt. Man versteht, was Gebet ist, indem man betet. Beten bedeutet, in das Herz Jesu einzutreten, um seine Empfindungen zu verstehen. Auf diese Weise während seines langen Pontifikates durch die Hand Gottes geführt, beweist Johannes Paul II. Durch eine außergewöhnliche Energie, dass der christliche Glaube Auslöser der Befreiung des Menschen ist und den Lauf unseres Lebens und unserer Geschichte ändert. Durch seine 14 Enzykliken, seine 4000 Reden und Predigten, seine pastoralen Besuche in allen Ecken der Erde, das ist fast dreimal die Distanz zwischen Erde und Mond, wird er nicht müde zu verkünden, dass Christus als Erlöser der Welt die erstaunliche Wahrheit der menschlichen Natur und unsere letztendliche Bestimmung aufzeigt. Eines Morgens habe ich ihn in der Klosterkapelle überrascht, wie er dabei war, den Kreuzweg zu beten. Jeden Freitag, wo immer er sich auf seinen Reisen befand, hat er seinen Kreuzweg gebetet. Allein, ohne etwas zu sagen. Und man hat außerordentlichen Respekt vor jemandem, der Gott nachahmen will. Gott nachahmen. Wie viele Male hat er dieses Wort gebraucht? Ein Wort des Papstes, das mich am meisten betrifft und das meiner Meinung nach alles zusammenfasst, lautet: Das Elend ist tief auf dieser Erde. Aber die Barmherzigkeit Gottes steigt noch tiefer hinab, bis auf den Grund, um zu verzeihen, zu trösten, um Vertrauen wiederzugeben. Lasst uns vergeben und um Vergebung bitten. Die Spaltung der Christen ist eine Sünde vor Gott. Die katholische Kirche hat gesündigt durch Tat und Unterlassung gegen die orthodoxen Brüder und Schwestern. Wir flehen den Herrn an, uns seine Vergebung zu gewähren.
Im letzten Teil seines Pontifikates war sein Leben ein Kreuzweg, ein wirklicher Leidensweg. Als er Stück für Stück alle Gaben, die ihm Gott gegeben hatte, verlor, wurden wir uns bewusst, dass seine Kraft, sein Charisma keine äußerlichen Gaben waren. Deshalb denke ich persönlich, dass die wahre Kraft und das wahre Charisma von Johannes Paul II. Das war, was er in seinem Inneren hatte. Und das war der Glaube. Wenn du mit Jugendlichen zusammenlebst, bleibst du jung. In Sarajevo musste er eine Messe im Schnee feiern. In der Nacht davor bekam er ein ernsthaftes gesundheitliches Problem und sein Arzt wollte nicht, dass er diese Messe feierte. Aber er war da, weil er entschieden hatte, dass dies seine Aufgabe war. Und als man ihn gefragt hat, warum er es nicht aufgab, hat er geantwortet: Christus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Ich werde nicht vom Kreuz herabsteigen. Gott ist hier an meiner Seite und an dem Tag, an dem Gott beschließt, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Mission zu erfüllen, wird er mich davon entbinden. Während am Karfreitag 2005 der traditionelle Kreuzweg im Kolosseum von Kardinal Josef Ratzinger geführt wird, lebt ihn Johannes Paul II. 8 Tage vor seinem Tod in Gemeinschaft mit ihnen in seiner Kapelle mit. Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wollte bis zum Ziel gehen, weil er glaubte, dass das Leiden auch für die Menschheit einen Wert der Erlösung hat. Einen Monat vor seinem Tod habe ich das letzte Mal mit ihm gesprochen. Ich ging nach Jerusalem und bat ihn um seinen Segen. Aber ich habe nicht verstanden, was er mir gesagt hat. Es war erschütternd. Er war vollkommen Gefangener seines Körpers. Das, glaube ich, ist das Kreuz. Vor 25 Jahren hat Christus auch zu mir gesagt: Weide meine Schafe. Ich fühlte in meiner Seele das Echo der Frage, die er an Petrus gerichtet hat. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Wie konnte ich da menschlicherweise nicht zittern? Es war notwendig, sich der göttlichen Barmherzigkeit zu behelfen, damit ich auf die Frage „Akzeptierst du?“ mit Vertrauen antworten konnte. Vor Christus, meinem Herrn, und mich der Mutter Christi und der Kirche anvertrauend, im Bewusstsein der großen Schwierigkeiten willige ich ein.
Der große Traum von Johannes Paul II. War, eine Kirche aufstehen zu sehen, die ihre Einheit vollständig wiedergefunden hat. Diesen Monat können wir für die Einheit unserer Kirchen beten. Dafür, dass wir gemeinsam das Erbarmen Gottes erleben dürfen. Das Wort des Monats steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 15. Jesus sagte zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer.